Lipanski müsste wechseln. Ja, schön. Klaus Allofs. Ja, und sofort ist die Begeisterung da, wenn die deutsche Mannschaft mal schnell direkt nach vorne spielt. So wie hier Klaus Allofs. Sie sehen Entfernung, gut 18 Meter. Ja, und da muss sich Van Breukelen schon lang machen. Stellung von Politz. Dann Leichtsinn in der deutschen Abwehr. Oh, und das musste eigentlich die Führung sein. Johnny Panicic hatte sie praktisch auf dem Kopf. Sie sehen hier nochmal. Pullit, der Antritt. Bertholz berechnet den Ball etwas falsch. Uli Stein besteht die erste Bewährungsprobe. Und wieder Unsicherheit in der deutschen Abwehr und fast eine ähnliche Situation wie vor wenigen Sekunden. Wieder zu lang gezögert, Pullit dazwischen. Da hat Rolf Glück, als er den Ball zu weit abspringen lässt. So, 9 Stationen und schon sind wir am gleichen Platz. Matthäus. Völlerkopfball. Ah! Na, wer sagt's denn? Da müssen noch mal Einzelleistungen herhalten. Hier war es der Antritt von Lothar Matthäus, das kennen wir ja. Und dann herrlich der Kopfstoß, aber ebenso gelungen auch die Parade von Hans van Rudi Völler macht das 1:0. Oh, und das gönne ich ihm, das muss ich sagen, das tut ihm gut. Nach seiner Verletzung hatte er schon einen gelungenen Einstand in Bochum. Und hier sehen wir es noch einmal mit dem Hinterkopf. Ja, da werden Erinnerungen an Mexiko wach. Uwe Seeler damals im denkwürdigen Spiel gegen England. Und jetzt raffiniert hat er das gemacht. Keine Chance für Van Breukelen. 1:0. 30. Spielminute, das 1:0. Also für die deutsche Mannschaft. 1:0 durch das herrliche Kopfballtor von Rudi Völler. Libarski auf Briegel. Wieder Völler. Und Tor! Tor, Rudi Völler! Ja, da kann man nur applaudieren. Blitzschnell. Und das zeichnet ihn aus. Da hat er einmal Zentimeter Luft und Raum. Kopfball Briegel. Blitzschnelle Drehung. Van Breukelen erneut geschlagen. 2:0. Fußballherz, was willst du mehr? Neuer Spielstand. In 3 Minuten macht Rudi Völler hier 2 Tore. Von allen Verletzten, die Franz Beckenbauer hat in diesen Wochen, wird ihm im Moment sicherlich Rudi Völler die wenigsten Probleme bescheren.